Wie schaut es bei einem Salzburg AG Wasserkraftwerk unter Wasser aus? Eine Frage, die einerseits spannend ist und andererseits auch von höchster Bedeutung. Um dieser Frage nachzugehen, arbeiten die Verantwortlichen der Salzburg AG eng mit dem Salzburger Startup Ocean Maps GmbH zusammen. Jetzt auch mit einer 10% Beteiligung. Die Ocean Maps Technik schafft es mit Drohnen und Sonargeräten, die Unterwasserlandschaft als 3D-Visualisierung darzustellen. Das kann man sich so vorstellen, dass früher teilweise manuell Messdaten erfasst wurden und auch, sage ich, fast händisch ausgewertet wurden. Wir versuchen hier Wege zu gehen, dass die Daten automatisiert erfasst werden, maschinell ausgewertet werden und die Techniker sich nur noch darauf konzentrieren brauchen, diese Auswertungen zu analysieren, zu plausibilisieren und weniger Handarbeit, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, in die Arbeit hier mit einfließt. Die Drohne misst die Oberfläche bis zum Wasserspiegel und das Sonargerät übernimmt den Rest dann unter Wasser. Das Ergebnis ist ein 3D-Modell, das Aufschluss über die Situation unter Wasser gibt. Im Kraftwerk im Bereich des Einlaufrechens wurden Aufnahmen dreidimensional per Sonar durchgeführt, die Anlandungen vor dem Einlaufrechen festgestellt und dann mittels GPS-gesteuerten Bagger ohne Einsatz von Tauchern, wie es normalerweise üblich wäre, wurden diese Anlandungen beseitigt, unmittelbar parallel wieder per Sonar mitgemessen. Und so konnten diese Arbeiten, ohne dass wir sehen konnten, wo wir genau arbeiten, visuell sehen konnten, durchgeführt werden und konnten sehr, sehr teure Arbeitstaucher-Einsätze damit sparen. Ja. Die Zusammenarbeit und in weiterer Folge die Beteiligung hat sich aus dem jährlichen Innovationsprogramm der Salzburg AG ergeben. Bei diesem Programm präsentieren nationale, aber auch internationale Startups ihre Geschäftsmodelle.